Ich habe jetzt da diesen Rollenprüfstand, habe ich mir besorgt. Gut, der ist heute angekommen. Nein, nicht lügen. Der ist schon vor ein paar Tagen angekommen und habe noch keine Zeit gehabt noch. So, dann packen wir mal aus und dann schauen wir mal, wie man den. Ah, der ist im Prinzip eh schon fertig zusammengebaut, sehe ich da gerade. Noch ein paar Klebestreifen drauf. Da, wie ihr seht, passt. Also ich habe jetzt da den Rollenprüfstand inklusive Reinigungsimpose, inklusive der Reinigungsfilze. Die können ja da drauf, was ich weiß. Für die Gleisreinigung. Wie funktioniert das? Das würde ich jetzt selber gern wissen. Okay, das ist auf Englisch alles. Nein, ich sehe, grün ist Deutsch. 50 cm, 6x Rollblöcke, 4x Reinigungsblöcke. Gut. Aha, das heißt, man nimmt zwei. Verstehe schon. Statt dass man sie auf die Rolle stellt, also stellt man jetzt eben hinten und vorne das aufs Gleis und wird ein bisschen kompliziert, wenn man nur vier Reifen hat. Wie soll das funktionieren? Naja, das müssen wir dann herausfinden. Im Prinzip funktioniert das eigentlich nur, die Antriebsräder, wenn man vorne und hinten. Okay, wahrscheinlich stellt man dann die da drauf. Okay, das muss ich herausfinden, wie das funktioniert, wenn das nur vier Reifen hat. Auf jeden Fall hat es da, damit ihr seht, hat da drinnen so eine Schiene, wo das eben schön verschiebbar ist. Die kann man rausnehmen. Es sind sechs dabei. Es gibt aber nachher noch so ein Zusatzpaket, kostet auch nicht wenig, kostet 70 Euro, was ich glaube mich erinnern kann, wo man dann noch solche Zusatzrollen bekommt, plus eben auch diese Reinigungsfilze. Weil ich da jetzt gerade das habe, werde ich da jetzt da gleich einmal auf diese aufkleben. Gut, es war ein Stecken, mit dem ich die Halterung für das Handy halte, weil die Federn sind zu stark und man muss eben die Federn rausnehmen, weil sonst bin ich zu weit weg von euch, aber eben. Dann ist es wieder, wenn ich das Handy raufgebe, das ist zu schwer, das drückt es wieder zu weit nach unten. Also muss ich dann das Ganze wieder, sagt man, mit einem Halterungsstab halten. Dann habe ich mir einfach was zusammengeschnitten aus Holz. Gut, ich glaube, das interessiert euch jetzt nicht, wie ich das aufklebe. Es sind so Filze in der Größe, die klebt man da auf. Die sind dann für die Reinigung zuständig. So schaut dann der Rollenprüfstand aus, fertiger. Und man kann dann eben seine Loks da aufgeben, so wie diese jetzt da. Und dann sie auf diesen Rollenprüfstand testen, auch schauen, ob alles funktioniert. Man kann eben, wenn man versetzt hat, dass eben vorne die Räder eben auf so einen Roller, dass er eben seinen Strom bekommt und dann hinten auf seiner Reinigungsfilz, dann kann man eben auch die Räder reinigen.
Das ist auch möglich. Und anschließen ist jetzt in dem Sinn kein Problem. Ich schließe es einfach bei der Z21 zu dem, wo eben zu den Gleis, die Kabel zum Gleis gehen. Es darf halt dann auf dem Gleis selber, wenn man zum Beispiel eine Lok programmieren will, halt kein Zug oder Lok stehen, und dann funktioniert das.